Hier sehen Sie eine Animation zum Umbau des Atriumhofes. Erstmal wollen wir Ihnen dafür zeigen, wie dieser Bereich der Schule momentan aussieht. Für den Umbau ist es zunächst erforderlich, die Bäume im Hof, die Glasscheiben sowie die Heizkörper zu entfernen. Nun muss die Physiksammlung durch eine Steinmauer abgetrennt werden. Für unser Vorhaben wird nun ein Loch von etwa 5 Meter Tiefe benötigt, in dem starke Motoren und hydraulische Zylinder installiert werden müssen. Hierauf wird nun eine Plattform, die als Bühne und Tribüne fungiert, befestigt. Zwischen Umlenkrollen an der Decke und den Motoren werden starke Stahlseile befestigt, an denen wiederum eine zweite Plattform aufgehängt wird, die für den normalen Pausenbetrieb gedacht ist. Eventuell mit Gras bepflanzt. Das Atrium soll nun mit einer tunnelförmigen Glaskuppel überdacht werden. Bei Vorführungen kann nun die Grasebene, an deren Unterseite direkt Scheinwerfer oder Videobeamer installiert sein können, nach oben gefahren werden und dient somit gleichzeitig als Verdunkelung. Ebenso Bühne und Tribüne. Ja, danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Das ist eine Animation, die ich wohl gemacht habe im Jahr 2000, 2001 oder sowas. Ein Schulprojekt, Kunstunterricht, wo es darum ging, eben, ja, sich eine Idee für den Umbau des Atriums auszudenken. Wenn die Erlanger Zuschauer unter euch erkannt haben, um welche Schule es sich handelt in dem Beitrag, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, statt mit Zahnstochern oder Papierröhrchen habe ich damals das am Computer machen dürfen. Und das ist bei rausgekommen. Dachbodenfund, wirklich altes Zeug. Es hat aber auch ein kleines Problem enthalten und deswegen ist es vielleicht heute auch noch interessant. Und zwar hatte ich nur noch das fertige Ergebnis mit Ton eingesprochen und mit Musik im Hintergrund, für das ich jetzt keine Lizenz habe, um es zu veröffentlichen. Und ich wollte es also nicht neu einsprechen, ich wollte wirklich den original eingesprochenen Text von mir damals drin lassen, aus nostalgischen Gründen. Ja, hören wir uns erstmal den Originaltrack an, also was hatte ich damals hinterlegt in meinem fertigen Projekt. 5 Meter Tiefe benötigt, in dem starke Motoren und hydraulische Zylinder installiert werden müssen. Sorry für meinen Musikgeschmack auch an dieser Stelle. So habe ich mich an ein Tool erinnert, was ich bei Film Riot schon mal gesehen hatte, und zwar vocalremover.org. Und da habe ich das Video durchgeschickt. Ihr seht, man kann also einfach auf die Webseite gehen hier, kann einen Film hochladen, Film- oder Audiodatei, und ja, dann macht die Maschine ihre Magic, sodass man also auch bei Filmen wirklich trennen kann, was ist Dialog, was ist Hintergrundmusik. Kann das dann hier gleich in der Vorschau sehen, kann es abspeichern als Wave oder MP3. Hier sehen Sie eine Animation zum Umbau des Atriumhofes. Erstmal wollen wir Ihnen dafür zeigen, wie dieser Bereich der Schule momentan aussieht. Das ist jetzt also das Ergebnis, was mir der Vocal Remover geliefert hat. Hören wir da mal rein. 5 Meter Tiefe benötigt, in dem starke Motoren und hydraulische Zylinder installiert werden müssen. Und da hört man also schon, dass noch so ein paar Klänge dazwischen sind. Also gerade da, wo ich nicht spreche, hört man noch den Hintergrund durch. Und auch da, wo ich, also während ich spreche, kann man noch so ein paar Artefakte hören aus dem Hintergrund. Jetzt gibt es ja in DaVinci Resolve auch inzwischen eine Funktion mit dem neuesten Update vor, weiß nicht, 2, 3 Monaten vielleicht, die Voice Isolation. Also auch da ein Filter oder eine KI, die dahinter liegt und die also ja, versucht, Dialog zu trennen von Hintergrundgeräuschen in dem Fall. Nicht unbedingt nur Musik, sondern vielleicht auch Straßenlärm und dergleichen. Wenn ich jetzt den Originaltrack nehme und schalte die Voice Isolation an, dann hört sich das so an. 5 Meter Tiefe benötigt, in dem starke Motoren und hydraulische Zylinder installiert werden müssen. Ja, und ihr hört schon, also da ist gerade die Stelle, an der ich nicht spreche und wo aber der Xavier was reinsingt, schon deutlich zu hören, dass er quasi als Dialog erkannt wurde und also noch hörbar bleibt. Kann man natürlich jetzt manuell nachschärfen und da einfach auf stumm schalten, wäre auch eine Möglichkeit.
Jetzt habe ich aber Folgendes probiert. Ich hatte also das Ergebnis von Vocal Remover, was halbwegs gut war, und habe einen zweiten Versuch mit der Voice Isolation, die auch so mehr schlecht als recht ist, kombiniert. Also habe die Voice Isolation nochmal angewendet auf das Ergebnis vom Vocal Remover und dann kommen wir dahin. Metertiefe benötigt. Indem starke Motoren und hydraulische Zylinder installiert werden müssen. Ja, und das ist doch eigentlich schon ein ganz okayes Ergebnis so. Also damit war ich zufrieden, habe neuen Soundtrack dahinter gelegt und das Ergebnis habt ihr euch vorhin schon angeschaut am Anfang. So viel dazu, danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr was loswerden wollt, wenn ihr auch einen Anwendungsfall kennt, wo ihr das verwenden wollt. Und dann freue ich mich, bis es beim nächsten Mal wieder heißt.